ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Low-Impact-Training. Was heißt Low-Impact? Das heißt, dass wir immer mindestens einen Fuß am Boden behalten werden. Im Gegensatz zu einem High-Impact-Training, wo wir auch mal beide Füße vom Boden lösen, das heißt auch mal springen, tun wir das heute nicht, sondern bleiben immer mit einem Bein unten. Wenn du möchtest, dann mach zwischendurch Pausen, aber bleib so ein bisschen in Bewegung, also geh vielleicht am Platz. Ansonsten verbrenn mit mir Fette, verbrauch Energie, mach ganz viele Schritte mit mir und hab hoffentlich natürlich auch Spaß. Ich mache uns Musik an, ich würde sagen, wir legen gleich los mit der Bewegung. Richte dich auf und lass deine Schultern locker, deine Füße hüftbreit geöffnet. Ruhig erst die Schultern ganz, ganz entspannt kreisen, dich etwas durchbewegen. Bevor wir dann so richtig mit Bewegung starten, durchlässige Knie. Kannst auch langsamer machen, immer wie es für dich passt. Jetzt lässt du die Schultern nach hinten unten fallen und rollst einfach mal deine Füße ab von der Fußspitze, zeigst sie mal seitlich auf die Ferse. Also im Wechsel abrollen, die Fußgelenke schön vorbereiten, brauchen wir natürlich gleich. Deinen Fußrücken so richtig nach vorne drücken. Die Arme können so mitgehen, wie es geht. Einfach locker. Nochmal. Etwas schneller werden. Abrollen. Die Arme wie beim Walken mitnehmen. Rechts, links. Denk dran, aufrichten, Spannung in der Mitte. Krone auf dem Kopf vielleicht. Okay, noch viermal und dann beginnst du einfach am Platz zu gehen. Gut. Locker. Wichtig ist auch immer leise deine Füße abrollen, so dich möglichst leise bewegen. Und wenn du dich etwas mehr fordern möchtest, dann ziehst du die Knie etwas höher. Nimm deine Knie ein Stück nach außen. Hüftgelenke mobilisieren. Sieht lustig aus. Jetzt öffne die Beine etwas weiter. Komm in eine Grätsche. Immer noch gehen. Dann schließ deine Füße nochmal. Hüftbreit. Und öffne. Sehr gut. Und schließen. Und öffnen. Und schließen. Öffnen. Gleich nochmal. Öffnen. Schließen. Öffnen. Super. Nochmal schließen. Da bleibst du. Vielleicht noch ein Stück höher. Vielleicht auch die Arme noch etwas höher. Wenn du die in die Waagrechte nimmst, die Oberarme, dann ist das schon ein Powerwalk. Gut. Und dann tippe nach vorne. Einmal rechts, einmal links. Tippst du einfach mit der Fußspitze vor. Und immer den gegengleichen Arm nach oben. Also wenn dein rechter Fuß tippt, linker Arm. Links tippt, rechter Arm. Mhm.
Arm noch weiter. Schau mal hin, hin. Probier es ruhig. So ein bisschen deine Arme verändern. Seite, Seite, Seite. Wenn es nicht klappt, lass die Arme weg. Alles ist richtig. Spannung. Letzten 8, 7, 6, 5, 4. Wird auch anstrengender, wenn die Arme dabei sind. Knie hoch. Nur so hoch, wie dein Rücken gerade sein kann. Und deine Arme verändern sich. Das heißt, du tippst einfach nur mit der Hand auf den gegenüberliegenden Oberschenkel. Schau mal, Rücken gerade. Gut. Knie hoch. Wenn du merkst, dir ist es zu viel, dann geh einfach am Platz und mach die Pause. Immer noch. Ganz ohne Arme. Und dann tippe wieder nach vorne auf. Tap. Und jetzt tippst du nicht mehr nach vorne, sondern zur Seite. Gut. Ruhig groß. Große Bewegung. Tippen. Schau mal, ich habe die Knie ganz leicht nach außen zeigend. Weitermachen. Sehr gut. Arme dazu. Nimm die Arme einfach zur Seite und immer wenn du tippst, gehst du nach vorne zusammen. Kannst auch klatschen. Gehen die Arme nach unten, kreuze einfach, einmal rechts, einmal links. Und schön weit zur Seite nehmen die Arme. Einmal rechts vorne, einmal links vorne. Gehen die Arme hoch, hoch. Und so ein bisschen vor dem Kopf. Einmal rechts, einmal links nach vorne kreuzen. Schau mal, nicht ganz nach oben, sondern so ein bisschen vorne. Aber über Kopf heißt, Puls geht höher. Lass die Arme ruhig tief. Ohne Arme. Super. Schau mal. Verlager. Komm jetzt weiter in die Grätsche. Tippe außen auf. Körpergewicht verlagern. Großer Schritt. Nochmal. Die Arme gehen locker dazu. Könntest noch mit mir reden? Gut.
dann nimmst du deine Ferse nach oben. Hoch. Nochmal tippen. Ferse hoch. Tippen. Ferse hoch. Gleich nochmal. Ferse. Tippen. Ferse. Super. Ohne Arme. Kleiner werden. Bleib mal bei der Bewegung. Zeig dir was. Komm mit. Verlagern. Rechts, links, rechts, links. Einfach nur dein Körpergewicht verlagern. Hin, her, hin, her. Gut. Spürst du, dass die Kraft aus der Mitte kommt? Dein Bauch gespannt ist? Immer noch. Letzten vier noch. Vier, drei, zwei. Und etwas kleiner werden. Schau mal, was ich mache. Komm mit. Ein Schritt nach rechts, nach links. Einfach einen Schritt machen. Am Fuß antippen. Tap, tap, tap. Glatt. Wenn nicht, ist es egal. Probier's. Immer noch. Immer kleiner werden. Immer kleiner werden. Bis du wieder in der Mitte ankommst. Hier bleiben und du rollst deine Füße ab. Kannst du dich noch erinnern an den Anfang? Füße abrollen? Gut. Fußspitze, Ferse. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest ein bisschen Pause machen jetzt zwischendurch, du sollst dich wohlfühlen. Alles okay, alles ist richtig. Noch 4, 3, 2 und dann gehst du am Platz. Gehen, gehen. Und jetzt kannst du ruhig deine Arme wieder schön mitnehmen, bis in die Waagrechte nach oben. Ruhig noch ein bisschen mehr. Nach außen deine Knie. Sich erinnern? Und jetzt gehst du auch nach außen in die Grätsche. Nochmal schließen. Öffnen. Gut. Schließen. Öffnen. Schließen. Jetzt. Jetzt. Jetzt.
innen bleiben. Super. Noch viermal. Und dann tippst du jetzt nach vorne. Tap. Rechte, linke Fußspitze. Gegenüberliegende Arm. Kommt hoch. Geht alles ohne Arme. Nimm deine Knie höher, Knie hoch. Aufrecht bleiben, Schultern entspannen. Arme. Und dann darfst du ruhig anspannen, anspannen. Immer nach. Jetzt. Tippe mit der Hand vorne. Super. Dreh dich. Vier Stück. Das Ganze ganz ohne Arme. Tipp wieder auf. Und jetzt tippst du zur Seite. Genau. Rechts, links. Kleine Variation. Immer wenn der Fuß außen ist, dann nimmst du die Arme auch nach außen. Schultern tief. Arme nach unten. Kreuzen. Rechts und links vorne. Es wird wärmer und wärmer. Weißt du noch, was kommt? Entweder bleibst du so oder du nimmst die Arme höher, wie du willst. Sieben, sechs, fünf, vier, 2, ohne Arme, bleib hier und lass die Arme schwingen, super. Weit außen tippen, nimm die Ferse nach oben. Gut. Nochmal tippen. Ferse. Tippen. Ferse. Tippen. Ferse. Tippen. Ferse. Letzten Male. Ferse. Ohne Arme. Tippe, tippe. Weißt du noch die nächste Bewegung? Das Hin- und Her verlagern, schneller. Es geht hinher. Mach einfach mit. Kannst auch die Hüfte hier einsetzen. Halte durch, wir haben es gleich geschafft.
immer noch 8, 7, 6, 5, 4, 3. Und jetzt einen Schritt. Einen. Komm einfach dazu. Lass locker. Tap, 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 tap. Denk nochmal an die Krone auf deinem Kopf, die du in Richtung Decke schiebst. Ganz stolz, ganz aufgerichtet. Etwas enger werden, kleiner werden. Sehr schön. Noch kleiner. Fleißig. Bleib hüftschmal geöffnet. Und lass ganz locker deine Arme schwingen. Ich mache nur seitlich, dass du es besser sehen kannst. Knie nach vorne. Oberkörper schwingt. Lass den Puls nach unten. Mach weiter, ganz locker, egal welcher Arm gerade vorne ist. Ruhig auch größer werden. Bleib dann in der Mitte, pendel dich ein, atme ein, nimm beide Arme hoch. Streck dich und räkel dich, zieh deine Beine mit, beweg dich nochmal und streck dich wirklich in alle Richtungen. Egal wohin du dich jetzt bewegst, alles ist richtig. Bleib in der Mitte stehen und schüttel deinen ganzen Körper ein bisschen aus. Rüttel dich mal rechts, mal links. Geht's dir gut? Ich hoffe. Immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Schulter locker. Nimm dein rechtes Bein nach vorne, ich mache spiegelverkehrt. Streck dein Knie und komm mit ganz geraden Rücken nach vorne. Wirklich Po nach hinten schieben, stütz dich auf. Vielleicht noch eine Etage tiefer. Die Wade spüren, setz den Fuß mal runter. Gerade Rücken auf, nach oben, anderes Bein nach vorne, Knie strecken, Po nach hinten schieben. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Spürst du? Wade, Oberschenkel, Rückseite, Fuß runter. Richten, locker lassen, einatmen Länge, fleißig, ausatmen locker, ein, öffne die Arme, zieh die Ellbogen zurück und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Ich hoffe, dir ist auch warm geworden, so wie mir. Sehr gut. Wenn du mehr Lust auf Cardio-Trainings hast, dann geh einfach auf meinen YouTube-Kanal. Da findest du alle Videos geordnet nach Themen. Gibt es eben ein Cardio-Thema. Es gibt auch die Playlist zum Beispiel für Einsteiger. Also schau einfach mal, wo du dich am besten zurechtfindest. Du kannst auch in die Suchzeile von YouTube eingeben, was du suchst. Gab hier fast eine Arme oder was auch immer.
dann kommst du auch auf Videos, die dir gefallen könnten. Abonnier meinen Kanal kostenfrei und ich freue mich natürlich, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Der Link ist unter dem Video, heißt Deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, kannst du mich monatlich mit 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20, was auch immer es dir wert ist, unterstützen. Also vielen, vielen Dank. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Training wieder dabei bist. Bis dann!